Ja, herein. Darf ich reinkommen? Charlie, natürlich, natürlich. Setzen Sie sich. Ich bin etwas verspätet. Das macht doch nichts. Ich habe mir den ganzen Nachmittag für uns drei freigehalten. Entschuldigen Sie, ich muss das hier nur kurz zu Ende schreiben. Okay. Scheißladen, kein Kaffee hier. Was ist? Kriege ich vielleicht mal einen Kaffee? Oder kann ich auch etwas Härteres bekommen? Reden Sie noch immer nicht mit mir, Goldman, oder was? Finden Sie das etwa nett, mich einfach zu ignorieren? Wer hat Ihnen eigentlich gutes Benehmen beigebracht, hä? So, ab jetzt widme ich mich voll und ganz Ihnen. Was? Wie? Entschuldigen Sie, Charlie. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich muss wohl wieder etwas weggetreten sein. Nur ganz kurz. Nicht weiter schlimm. Was habe ich gesagt? Nichts von Belang. Darf ich Ihnen einen Kaffee erbieten? Einen Kaffee? Oh ja, das wäre nett. Sehr gerne. Hey, Saftarsch! Mir bitte 5 Stück Zucker, aber keine Milch. Ich mag meinen Kaffee wie meine Männer. Heiß, schwarz, süß. Wie immer mit einem Tropfen Süßstoff und einem Schuss Milch, Charlie? Ja, genau. Sie sollten hier mal wieder aufräumen, Doktor. Und entfernen Sie doch mal diese verfickten, kitschigen Fensterbilder. Die sind ja sowas von out. So, hier, bitteschön. Danke, das ist sehr nett. Der duftet gut. Wie gefallen Ihnen eigentlich die neuen Fensterbilder? Meine Tochter hat die für mich gemalt. Sie sind wunderschön. Ich mag den kleinen Fisch besonders. Er hat so ein süßes Grinsen. Ich auch. Ach, ich habe noch was vergessen. Moment. Das ist ja verfickte Milch im Kaffee. Was ist denn los, Doktor? Haben Sie mir nicht zugehört? Red ich hier mit einer Wand oder was? So, hier. Das ist das Dokument, das Sie mir noch unterschreiben müssen. Ist es das, was wir letztes Mal besprochen haben? Wir haben uns daran gewöhnt, alles mit den Regeln der Wissenschaft erklären zu können. Doch was, wenn diese Regeln versagen und wir uns vor dem Unerklärlichen nicht hinter dieser zerbrechlichen Sicherheit verstecken können? Sobald wir einer Welt gegenüberstehen, die nicht ganz der unseren entspricht, ist es Zeit, sich dem zu stellen, was uns anfallen könnte, wie ein Raubtier seine Beute. Sie glauben, dass sie alles wissen. Doch in Wirklichkeit wissen sie nichts. Midnight Tales. Angst um Mitternacht.